als praktisch einsetzbar. Eine Majestät können damit den Wasserkocher auf Englisch programmieren. Hoffentlich braucht man dafür keine Ersatzbatterie. Zwickbert, ein interessanter Mensch. Bisschen lang. Lorenzo, haben wir noch einen? Den müssen wir aber jetzt kurz halten, sonst muss er dann mit dem Klo durchgehen. Immer recht, nach diesem sehr erfolgreichen Absolventen haben wir jetzt einen weniger erfolgreichen Absolventen, der gerne bei Eurer Majestät liegt. Ich rufe zur Audienz den Obmann der Personalvertretung der HTL Braunau, Diplom-Ingenieur Richard Trubi. So wie HTL. Ruby. Einfach nur Ruby. Nicht vielleicht Ruby Jelinek, Ruby Destroy, Ruby Köhlmeier. Einfach nur Ruby. Ja, erfolglos. Ja, klar, kann ich das nicht machen. Wie wäre es mit einem Projektersatzbatterie? Eins, zwei. Ruby, einfach nur. Einfach nur Ruby. Was macht ihr denn jetzt wirklich so erfolglos? Eure Majestät, meinen wahrscheinlich, weil ich nur Lehrer bin. Nur Lehrer. Vielleicht darf ich ein Zitat aus dem Figaro bringen. Mittelmäßig und kriechend, das ist der Weg zum Erfolg. Ich habe mich nie dran gehalten, so gesehen halte ich mich für sehr erfolgreich erfolglos. Vor kurzem hat irgendein bekannter Mann gesagt, das ganze Leben ist Einbildung. Ob er erfolgreich ist oder nicht, das entscheidet ja nicht er, das entscheiden ja wir. Wir und das gemeine Volk. Und das gemeine Volk kann ganz schön gemein sein, wenn es lustig ist. Was hat er denn für Karriere hinter sich? Ja, Karriere im siemensianischen oder Jernecker und Reinerischen sind eigentlich keine. Lanzer, der ist ziemlich allgemein gebildet und ziemlich eloquent. Ist er sicher ein Techniker? Er hat sich so vorgestellt, Eure Majestät, aber wie immer hat Eure Majestät recht. Also was hat er denn so gemacht? Hat er an dieser Schule maturiert? Ja, ich habe 1980 an dieser Schule maturiert. Aha. Und vorher war er auch an diesem Geburtshaus? Hat er dort auch seine ersten schulischen Schritte getätigt? Nein, Eure Majestät, ich war immer in diesem Gebäude. Nein, denk er doch mal nach, vielleicht kann er sich bloß nicht erinnern. Nein. Denk er nach, vielleicht war nicht er dort, sondern nur seine Schultasche. Majestät, das muss ich doch wissen, ich bin doch kein Pferd. Ja, das sagen wir schon. Also was hat er denn gemacht nach der Matura? Ja, nach der Matura habe ich in Graz Elektrotechnik studiert. War dann 3 Jahre Assistent an der TU. Ja, und danach war ich... Türkische Universität? Das ist die Abkürzung für Technische Universität. Ah, ja. Ja, und war dann ein paar Jahre selbstständiger Hausmann, also selbstständig und Hausmann. Und 1997 bin ich dann zurück an diese Schule als Lehrer. Ja, das kennen wir ja. Zurück an den Ort der Verbrecher. Das ist Verbrechen. Wenn Eure Majestät das so meinen. Hat er eigentlich auch Kinder in die monarchistische Welt gesetzt? Selbstverständlich, wie Eure Majestät das von ihren Untertanen erwartet. Richtig, also Buben. 3 Da muss ich ihm gratulieren, da hat er ja was getan. Für seinen Vater, ausgezeichnet. Rubi, was macht seine Frau? Die ist auch Lehrerin. Auch an dieser Schule? Nein, nicht mehr, aber sie hat an dieser Schule unterrichtet. Ziemlich lange. Aha, da kommt jetzt noch etwas. Ja. Ja, sie war schon hier
als ich maturierte. Ah. Also, seine jetzige Lehrerin war seine damalige Frau. Seine jetzige Frau, da redest du mal nicht ganz nervös. Seine jetzige Frau war seine damalige Lehrerin. Ja, das ist richtig, meine Deutschlehrerin. Ja, nebenbei gesagt, ihr damaliger Freund war mein Englischlehrer. Aber von dem hat sie sich aus meiner Sicht Gott sei Dank getrennt, weil er wollte unbedingt Kaiser werden. Dass die Personalvertretung plötzlich solche Sachen sagt, mit denen man nicht rechnet. Oft. Na, und wie war er denn so? In Deutsch. Wie in Englisch, sehr erfolgreich. Er hat also an der HCL maturiert, hat dann die, seine Deutschlehrerin von der HCL geheiratet, ist dann wieder zurück an die HCL und ist dann an der HCL Chef der Personalvertretung geworden. Das ist richtig, das ließ sich nicht verhindern. Ja. Welche Schule haben denn seine Kinder besucht? Einer das Gymnasium und zwei diese HCL. Ja, einen Fehler kann man sich erlauben. Wie heißen denn seine Kinder? Tobias, Lorenz. Ruby Tobias Lorenz, HCL. Corporate Identity heißt das. Sag mal, Ruby, er sieht ja für sein Alter noch ziemlich fit aus. Was macht er denn eigentlich, um sich so fit zu halten? Ja, ich gehe jeden Montag turnen. Ja, Fitnessclub, Fitnessstudio? Nein, ich leite das Kollegenturnen hier an der HTL. Wenn er tanzen geht, wenn er auf einen Ball geht, wo geht er dann hin mit seiner Frau? Ja, ich will Eure Majestät ja nicht erzürnen, aber ich gehe natürlich auf den HTL-Ball. Ich habe die letzten Jahre als Hauptverantwortliche geleitet. Schluss! Hat Ihnen nie jemand gesagt, dass es auch noch ein Leben außerhalb der HCL gibt? Direktor Blocher? Dieser Ruby ist gefährlich. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie es noch machen werden, aber dieser Ruby. Ich kann nur spontan sagen, dieser Ruby lebt und liebt für die HCL. Locher, passe auf. Der ist noch nicht am Ende seiner erfolglosen Karriere. Direktor Blocher, ein guter Tipp. Pass er bloß auf, dass ihn dieser Ruby nicht den Polsterzöpfel unter den Kopf wegzieht. Aber er sieht ja doch so friedlich aus. Das bin ich aber beim ersten. Ja. Meistens zumindest. Ist auch manchmal lustig. Du kannst aber beim ersten. Ja. Trinkt auch manchmal gerne ein Gläschen Wein. Sehr, sehr gerne beim ersten. Ich habe ihn. Ja, wir sind zwei. Auch ein Tröpfchen mitgebracht. Ja, doch ein Geschenk. Ja. Oh. Das Etikett Kaiser. Extra für uns. Direktor Blocher, das ist eine nette Idee. Extra einen Wein für mich zu kreieren. Weingut Kaiser. Was steht da drauf? HCL Braunau. Öffnen, einschenken, bringen. Wir haben nichts anderes erwartet, dass da wieder HCL draufsteht. Direktor Bloch, ich muss Ihnen sagen, ich muss ihm sagen oder Ihnen sagen, ich muss ihm sagen, ich muss dir sagen, ich sage es auf alle Fälle. Wenn noch mehr solche Lehrer an der HCL sind, die sich 100% mit der Schule identifizieren, dann können wir in Wien nicht mithalten. So, Moment, ich lasse ihn gleich gehen, noch ein bisschen. Direktor Blocher und wir haben ja eines gemeinsam, wir sind beides profunde Weinkenner. Wir wissen nicht, ob wir heute
eine Zunge haben zum Weinkosten, oder schon? Klarer Fall. Rotwein. es hat uns sehr gefreut, dass er da war. Er darf sich jetzt zurückziehen. Wahrscheinlich hat er ja eine Schlafstelle an dieser seiner Schule. Aber er muss als Chef der PV manchmal auch ein bisschen schlimm sein. Danke, Herr Minister. Wir sind der Meinung, das genügt, dem Volk, das Volk dürstet und dürstet auch. Wir werden uns jetzt mit diesem kaiserlichen Tropfen zurückziehen, das Volk darf sich noch einmal erheben und uns zurufen und wir bedanken uns für die Audienz.